Entweder können sie nicht zählen oder es hat einen Irrtum gegeben. Bitte fragen Sie mich nicht, das ist sehr traurig. Das können Sie auch sagen. Nein, ich wähle sie wohl nicht, aber sie tun mir wirklich leid. Mehr sage ich nicht. Das passt. Mir ist das ehrlich gesagt wurscht. Ist demokratisch gewählt worden, müssen wir anerkennen. Peinlich ist die Führung, dass nein Leute sich gegenseitig nicht kontrollieren können. Das ist ein Witz und Entschuldigung, also die können alle rausgehauen und zahlt keiner auch nichts. Das ist meine Meinung dazu. Angeblich wurden Namen vertauscht in einer Tabelle. Ja, ja. Das kannst du sagen, du kennst so Tabellen, gell? Kennen Sie Excel-Tabellen? Ja. Ich kenne Excel-Tabellen. Glauben Sie, nein. Sie hätten es besser machen können? Ja. Definitiv. Es ist eine Schande, es ist wirklich eine Schande. Und was jetzt noch nachkommt, erstens einmal der ganze Hund, ne? Dann die Leute, die jetzt auf Urlaub fahren, überall kennen zu uns, Österreich ist bekannt, wir kennen nicht einmal bis 600. Aber das haben andere Politiker auch schon geschafft. Ja. Und andere Parteien. Andere Parteien, also, ja. Ja, aber da war ein bisschen Absicht dabei, angeblich ist ja da keine Absicht dabei. Hm? Wir nehmen es trotzdem mit Humor, was soll man machen? Hm? Wir sind in Österreich, das ist halt passiert. Also schlechter kann es nicht mehr laufen, was schon gelaufen ist. Jetzt bin ich neugierig, ob Sie richtig auszählen, was dann passiert, wenn das wieder falsch ist. Als Burgenländer, hatten Sie das Gefühl, die Leute sind hier geschlossen hinterm Doskozil gestanden? Glaube ich schon, ja. Die Burgenländer schon, ja. Aber das sollte man so schnell wie möglich vergessen. Und der Schaden für die SPÖ und für die ganze, wie soll ich sagen, für die Infrastruktur und für die Leute in Österreich ist es natürlich nicht lustig. Doskozil hat im Burgenland sehr viel bewegt. Nicht nur als Alleinregierer, aber trotzdem sehr guten Anklang gefunden, ist meine Meinung. Aber wie sich das entwickelt hat, ist jetzt nicht mehr so optimal, glaube ich. Er bleibt Ihnen ja als Landeshauptmann erhalten. Er bleibt erhalten, ja, das ist ausschlaggebend. Ist das gut? Will jetzt nicht kommentieren. Dass das mit so einer Wucht kommt, also mit dem hat keiner rechnen können. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen schadenfroh, was sich der Herr Doskozil über Jahre geleistet hat. Mit der Parteivorsitzenden, mit der Pamela Rendi-Wagner. Also das hat mir schon sehr aufgestoßen. Und dann über Einheit zu reden und zu appellieren, also zum Zusammenstehen, also habe ich gesagt, das darf ja nicht wahr sein, da würde ich in Erdboden versinken. Aber wir dann auch nicht, wie dieses Debakel noch nicht war. Ne? Ja. Freuen Sie sich, dass der Herr Doskozil Ihnen doch als Landeshauptmann erhalten bleibt? Das auf jeden Fall, ja. Ja. Aber wir hätten es ihm auch vergönnt, dass er da wirklich eine große Karriere macht. Ne? Nur es ist ja auch, es hat jetzt, der andere hat es ja auch schwer jetzt. Ne? Weil die Euphorie, die er gehabt hat, die ist jetzt weg momentan. Ne? Ja. Also viel Glück noch. Glauben Sie, dass der Herr Babler jetzt nach diesem ganzen Chaos da irgendwas weiterbringen kann? Ich kann ihn nicht von seinen Fähigkeiten her nicht einschätzen, also schwer zu sagen. Nur denke ich, dass es für die SPÖ nicht optimal ist. Das Bild nach außen. Ja.